Hey, warte mal, du bist doch Beton, oder nicht? Ja, ich bin Beton. Ey, geil. Famous, Mann. Schön, dich zu treffen. Ja. Du machst ja sonst Interviews, ne? Ja. Jetzt mach ich auch mal ein paar Interviews mit dir. Diese Billigkamera? Nein. Komm. Nein, ist nur eine Probeaufnahme. Okay, Probeaufnahme. Ja, sag ich auch mal, wenn ich die Bitches filme. Okay, meine Frage. Ja. Du kommst aus Kick? Ja, wieso? Ist ein Problem damit? Was machst du bei Kick? Oh, gucken. Bin ich jetzt Hartz-IV-Empfänger für dich oder was? Habe ich nicht gesagt. Doch, hast du. Nein, habe ich nicht. Hast du gedacht? Okay, okay. Ja. Okay, wir fangen einfach an, okay? Ja. Okay. Ja, erzähl. Ja, wie war denn dein Weihnachten? Weihnachten? Ah, nichts Besonderes, ne? Kaum Geschenke. Kaum Geschenke? Ja. Ich brauche das nicht. Geschenke, wer braucht schon Geschenke? Das ist nur für kleine Kinder. Hey, ich wünsche mir das, ich wünsche mir dies und so weiter, weißt du? Ja, stimmt. Ja, und für Silvester hast du schon ein paar Böller gekauft oder so? Böller? Ja. Ich brauche das nicht, weißt du? Knallen, ja, ganze Zeit knallen brauche ich nicht. Weißt du, das ganze Jahr über kommen die Jungs, wer hat den größten Penis? Und dann kommen sie an Böller, wer hat den größten Böller, weißt du? Guck mal, mein Penis. Guck mal, mein Böller, weißt du? Ja, stimmt schon. Von daher. Und hier Weihnachten, wenn du so siehst, hier diese Lichterketten, ist ja wohl ganz schön, ne? Aber ja. Alleine kann man das nicht genießen. Man braucht eine Freundin, weißt du? Ja, stimmt. Jetzt bist du eh nur zu Hause und masturbierst dann alleine im Bett, ne? Von daher. Ja, okay. Ist nur romantisch, wenn man eine Freundin dabei hat. Ja, oder stimmt. Eine Bitch zum Knallen. Für Kick meinst du? Ja, genau. Gut. Die finde ich da auch manchmal. Wenigstens findest du hier bei Kick, genau. Ah, das ist Geheimtipp, gut. Nicht weiter sagen. Ja. Nein, ist ja nur eine Probeaufnahme. Ja. Und wie war dein letztes Silvester? Letztes Silvester, oh, ja, das weiß ich noch ganz genau. Da hatte ich noch eine Freundin. Da musste ich nicht selber masturbieren, Hand anlegen. Ja, wir haben bei Verwandten gefeiert, ne? Und dann kurz bevor Silvester, oder als dann Silvester war und alle geknallt haben, natürlich mit dem Feuerwerkskörper, sind wir rausgegangen, etwas abseits von dem ganzen Gewirr. Und dann haben wir uns geküsst. Oh. Und überall waren Feuerwerkskörper in der Luft, boom. Dann haben wir uns weiter geküsst. Und dann wünscht man sich gegenseitig ein neues Jahr und alles ist gut. Das war auch wirklich mein schönstes Silvester bis jetzt. Oh mein Gott. Dann wird es dieses Jahr für mich wohl kein Feuerwerk der Gefühle geben. Oh. Ja, ist so, ne? Man kann nicht alles haben. Na, das stimmt. Man hat ja noch die Bitches und so weiter, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Aber natürlich. Ja. Ein bisschen so ein Casanova, ne? Ja, vielleicht. Ja. Ist eine Probeaufnahme, ne? Ist Probeaufnahme. Ja, bist du sicher? Ja, ganz versprochen. Ja, sonst lutscht du meine Eier, ne? Ja, mach ich. Ja, machst du? Ja, mach ich. Schwuchtel, ey. Schwuchtel, Alter, ey. Das ist ein Spaß und du sagst auch noch, ja, heftig, Mann. Aber ja, ist ja nicht schlimm, wenn ich jetzt die ganze Musik gehört habe, ne? Muss einfach nur lauter reden. Ja, mach ich doch schon. Was? Mach ich doch. Ha, verarscht! Kein Problem, Mann. Okay. Okay. Hast du noch irgendwie eine Frage an mich? An den coolen Beton? Nein, cool ist er nicht. Nein, also eigentlich nicht. Das war es eigentlich schon. Ja? Ja. Das war's schon? Ja. Mehr hast du nicht drauf? Ja. Die Billigkamera, Alter, ich glaub's nicht. Ja, ich will dich ja nicht aufhalten. Du hast doch was Besseres zu tun. Ja. Sowas kannst du auch nicht hochladen mit dieser Billigkamera. Oh, heftig. Ja. Okay. Ich wünsche dir noch einen guten Rutsch, ne? Ja, gleichfalls, Beton. Ja, und ciao. Danke für das Interview. Opfer.